Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Petra und heute geht es mal wieder um Sterne. Ich wurde von einer Zuschauerin inspiriert, die hat gemeint, ja, Sterne, Mini-Quilt, ja, wenn du auf die Suche gehst, da fällt man ja wirklich um, wie viele Sterne-Möglichkeiten es gibt. Den hatte ich schon vorher irgendwie gemacht, aus Oberhemden, aber kein Video zugemacht, weil wir den haben wir schon so oft gemacht, habe ich gedacht, brauche ich nicht, aber das ist schon so ein kleiner Mini-Quilt. Viel größer brauchen die gar nicht zu sein, finde ich. Den man sich so vielleicht, wenn man eine Aufhängung hat, im Flur oder in der Küche oder wo man sich auch gerade aufhält, hinstellen kann oder hinhängen kann. Dann bin ich nochmal auf die Suche gegangen und habe gedacht, ich muss das mal ein bisschen eingrenzen und habe mir was gesucht von Lori Holt, habe ich schon öfter mal gemacht. Den habe ich vor ein paar Jahren gemacht, der ist nicht so ganz geglückt, aber es ist ein kleiner und es war einer von meinen Anfang-Blogs. Ja, den Zuschnitt und alle Maße findet ihr in der Videobeschreibung. Dazu gibt es keinen Link, das sind einfach nur die Maße beschrieben, weil Links haben in letzter Zeit wirklich die Angewohnheit, einfach nicht mehr zu funktionieren. Und das will ich vermeiden, indem ich die Maße, die ich habe, in den Videos verankern. Das hat nichts damit zu tun, dass du unbedingt das Video gucken sollst. Du kannst es ja bis dahin vorspulen. Das als kleine Information zwischendurch. Zuschnitt, wie gesagt, habe ich vorbereitet. Das sind die Segmente, die wir nähen möchten. Und zwar geht es, wie ihr sehen könnt, hier um ein Vorpatch. Und ich habe mir alle Reste genommen, die ich so gefunden habe, wo ich gedacht habe, die passen ganz gut zusammen. Vorpatch und ein Hintergrund. Dann haben wir Rechtecke, die wir dann hier dran nähen mit Easy Corner. Und das ist die eine, also zweimal. Und das. Und dann haben wir diese Sektion, die wir machen. Und davon jeweils vier Stück. Und wir fangen an mit dem Vorpatch. Den Block gibt es in zwei verschiedenen Größen. Den gibt es als, ich glaube, 10 Inch und als 20 Inch sogar, so einen großen. Das kann man sich überlegen. Wir haben vor einer Weile auch diesen Wood Lily gemacht. Und den kann man natürlich auch wunderschön mit Weihnachtsstoffen machen, also Christmas Fabrics gestalten. Das ist bestimmt ganz toll auch. Das ist ja dieser Wood Lily, wo wir dieses neue Binding hier mal gemacht haben. Das mit Weihnachtsstoff, bestimmt ganz toll. Kann ich mir gut vorstellen. Und der war nicht schwer zu machen. Und der hat eine Größe von, hier das nicht durcheinander bringen, ja, 23,5 mal 23,5. Das war die Rückseite, die habe ich so gestaltet, ja. Also, lasst uns anfangen mit dem Vorpatch. Wir nehmen uns von unserem Zuschnitt die Teile B und C als Printfabrik und zwei Teile A als Hintergrund. Du kannst die natürlich auch gleich machen. Ich wollte das mal ein bisschen bunter machen, fröhlicher gestalten. Also habe ich mir zwei unterschiedliche genommen, die wir dann hier an der Seite zusammennähen und an der Seite zusammennähen. Dann zur dunklen Seite bügeln oder auseinander und dann die Quernaht schließen. Hier habe ich es einfach zur dunklen Seite gebügelt, wie ihr seht, und die Quernaht geschlossen. Das machen wir jetzt. Rechts aufeinander. Und ich habe mir alle Teile, die ich brauche, so hingelegt, dass ich sie gleich nacheinander nähen kann. Einmal so. Und nähe sie alle nacheinander fertig. Vielleicht nochmal, dass du schauen kannst. So. Und wenn ich flüssig arbeiten will, das kennt ihr schon bei mir, das geht dann immer nacheinander weg. Also ich habe noch ein paar Sachen gefunden, die ich persönlich sehr schön finde und wo ich auch das Material noch habe. Also nichts Zusätzliches besorgen muss. So, ich schneide sie mir jetzt paarweise auseinander. So.
und bügel sie auch so. Dunkle Seite kannst du schon vorkniffen. So, und jetzt legen wir uns die, ich habe sie noch nicht auseinandergeschnitten, rechts aufeinander. Und so aufeinander, dass die mittleren Nähte hier einrasten. Setz mir einen Pin und nähe hier entlang. Das mache ich mit den restlichen Dreien, die ich habe, auch noch. Und jetzt bügel ich zu einer Seite. Im weiteren Verlauf nehmen wir unser Vorpatch. Und so wie ihr es hier seht, liegt es so vor mir, dass das zur Mitte zeigt. Nehmen uns hier ein Teil E, das ist ein Rechteck, und hier auch ein Teil E. Nähen zuerst das aneinander, dann Teil D und E aneinander und verbinden dann die Quernaht. Und jetzt nähe ich D und E aneinander. Alle drei Teile bügel ich mir zum eben angenähten Streifen. Dieses Quadrat und das Rechteck habe ich mir ebenfalls zum Streifen gebügelt, so dass das, wenn ich das aufeinander klappe, gut einrasten kann hier. Das ist diese Sektion hier. Das machen wir gleich im Anschluss. So, das mache ich auch wieder mit allen drei verbleibenden Teilen. Also insgesamt brauchen wir ja vier davon. So sieht der ganze Zauber jetzt aus. Jetzt liegt das Teil so vor mir, dass das, dieses Quadrat, was zur Mitte zeigt nachher, links oben liegt. Also es liegt vor mir links oben. So, und jetzt nehme ich mir mein Teil A, Hintergrund, lege mir das in die rechte obere Ecke, Marking Tool, und zeichne mir eine diagonale Linie an von Ecke zu Ecke. Drehe mir das um und tue das gleiche auf der gegenüberliegenden Ecke. Das sind diese beiden Teile. Und jetzt nähe ich hier am Strich entlang und schneide hinterher ein Viertelinch ab. So, wenn du geprüft hast, ob du die richtige Richtung hast, dann schneidest du ab. So sieht das jetzt aus und die restlichen mache ich jetzt auch noch fertig. Wir gehen weiter mit diesem Teil, das ist das Teil F. Und das Teil H, dieses, und die restlichen Teile A. Also als erstes nehme ich das Teil F, das ist ein Quadrat, und füge das Rechteck an eine Seite an. Ich habe die Nähte auseinandergebügelt, sowohl die Ecken, also Easy Corner, und diese eine Quernaht, die wir eben gemacht haben, auch. Wenn wir das angenäht haben und gebügelt haben, unseren Streifen, dann legen wir uns das Teil so hin, dass das Rechteck zu mir zeigt. Nehmen uns ein Teil A, also ein Hintergrund, und legen es in die rechte obere Ecke und zeichnen uns hier eine diagonale Linie. Das mache ich mit allen Teilen und ich fange mit einer Richtung an. Das kannst du machen, also so mache ich das, so ist es für mich am leichtesten zu arbeiten, wenn ich eine Richtung mache und dann auseinanderbügel und dann die andere Ecke ebenso arbeite. Mein Quadrat ist angenäht und ich schneide mir jetzt ein Viertelinch von der genähten Linie ab, bügel die Naht auseinander und lege mir ein weiteres Quadrat rechts auf die gegenüberliegende Seite und zeichne mir diese Linie an. Du kannst natürlich deine Quadrate alle vorher auch anzeichnen. Schneid mir auf hier den Viertelinch ab und bügel das hier auch auseinander. So von rechts, so von links.
Ihr seht, dass es schön flach geworden ist und so mache ich die restlichen beiden jetzt hier auch noch fertig und dann treffen wir uns wieder zum Auslegen des Blocks. Unsere Teile sind fertig. Das ist die erste Sektion, die wir gemacht haben und das ist jetzt die zweite, die wir eben gemacht haben. Ein Teil ist übrig, das Teil G in der Mitte. Ich fange als erstes an mit den letzten Teilen, die wir genäht haben und tun sie mit dem Rechteck zur Mitte. Legen sie ringsrum an und so. Und jetzt legen wir unsere erste Sektion, die wir genäht haben, mit dem einen Quadrat zur Mitte. Und dabei braucht man sie nur zu drehen. So. Als erstes nähen wir wieder die kurzen Nähte aneinander, hier und hier. Und dann schließen wir die Quernaht. 10,5 mal 10,5 Inch. Und wenn man hiervon 4 macht in verschiedenen Rot oder Blau oder Grautönen, dann hat man, wenn man die aneinander näht, hat man einen wunderbaren Mini-Quilt. Oder der reicht auch schon als Mini-Quilt. Ich mache hier noch vielleicht eine Border ringsrum und dann ist das mein Mini-Quilt, den ich mir vielleicht an die Tür hänge. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Anschauen und wenn du magst, sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Schauen wir mal, welche Sterne uns noch so begegnen mögen. Bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit. Tschüss.